Happy Slice? Ja, Feuer. Ja, Feuer, gut. Guck dir das mal an. Meine malen immer nur Mandalas aus. Knossi hat eine normale Figur, finde ich. Und ich. Also ich bin auch gut, aber ich bin ganz schön rund, finde ich. Was sind das? Was habe ich an den Nippeln? Laternen. Schön. Schönes Bild, danke. Kannst du dich, warte? Nein. Was soll ich machen? Kannst du so, genau. So? Danke. Seitliches habe ich noch nie gemacht. Ey, mach du jetzt auch mal ein seitliches. Sag mal, du sollst seitlich hinstellen, ja, bitte. Wir machen ein seitliches. Ja. So hinstellen am besten. Ja. Ah, noch einer, hallo. Ja. Hoppla. Oh. Was passiert? Mein Schaff ist auf. Eieieiei. Mach zu. Keiner gesehen. So. Ja, ist okay. Also, was ist da gerade passiert, Knossi? Bist aufgegangen, die Brust war rausgefallen. Kommt deine Videos. Auch deine auch. Welche Videos hast du 2 Monate ganz gebracht? Richtig. Er kriegt nur Pizzen, wenn ihr lauter seid als Hamburg. Happy Slice! Happy Slice! Happy Slice! Happy Slice! Happy Slice! Es wäre schön, wenn du Pizza hast, dass die Leute nach hinten gehen, dass die anderen vorkommen können. Hey Leute, ich bin heiser! Heute Abend komplett lost. Aber macht nichts, du kriegst das Megafon, wir werden auf dem Bus stehen. 5200 Leute sind heute Abend erwartet. Und ich flüstere da mit dem Megafon rum. Hallo! Oh, ich bin schon wieder. Nein! Nein! Oh, nein! Der Mann hat dem Kind die Pizza geklaut. Von hinten kommt die Hand. Wir müssen herausfinden, was das für ein Kind ist. Das Kind kriegt ein Jahr gratis Pizza. Ein Jahr gratis. Ein Jahr gratis Pizza. Wieder 1000 Leute für das Kind. Müssen Sie beweisen. Auf Instagram, Happy Slice. Das Kind kriegt ein Jahr Pizza gratis. Es geht los! Hey, ich dachte, wir machen noch einen ruhigen. Okay, shit. Warte, was war das? Es geht los, es geht los. Oh, bis hier. Anstellschlange bis hier. Oh mein Gott. 1,5 Kilometer, aber sie sind entspannt. Wissen die alle, dass wir kommen? Die sind alt. Der Happy Slice Bus kommt an. Alle gucken verwundert. Da ist kein 12-Jähriger zwischen, hä? Weg mal. Cool. Das könnte, guck mal, wie entspannt die sind. Die sind chillig drauf. Wow. Ich dachte, die sind Moll. So. Hä, wie geil. Es ist soweit. Finale. Das ist wirklich das große Finale. Es ist jetzt Finale. Die kommen, die rennen. Wieso? Wieso ist hier nicht abgesperrt, hä? Wieso ist hier kein Security? Walking Dead. Warum ist hier kein Security? Aber die haben eine Aufgabe, eine Mission. Guck ihm ins Gesicht. Ich hab eine Mission. Ich will eine Pizza. Hey, das ist doch schon Kalle. Alle Kalles oder schon. Aber wo ist die Security? Hier stehen ja ganze Autos von den YouTubern. Ey, Backstage keine Securities? Backstage keine Security bei all den Autos? Wer parkt denn sein Lambo vor der Sicherheitszone? Hugo. Okay. Schön zu sehen. Alles gut? Ja, bei dir. Oh, sorry. Hast du dich schon aufgewärmt? Nee. Gut. Wir auch nicht. Geil. Freut mich, dich zu sehen. Oh mein Gott, das ist krass. Das ist krass. Dominik ist auch da. Das ist, ja, super. Richtig. Wow. Das ist krass. Ich fasse es nicht. Holy shit. Die Kartons. Ist das krass. 2 Leute schneiden, einer belegt, einer holt raus. Wie viele Ölfans sind denn hier? Oh, da hinten kommen die Fertigen raus. Hier auch, Alter, überall. Oh, geil. Das ist der geile Teig. Das ist das Geil. Der ist so geil. Der ist so geil. Hammermäßig. Alter, krass. Also wir haben immer mal wieder gesehen, dass Pizzen gemacht wurden, aber in dieser Menge hier, das ist ja heftig. Krass. Hugo, ich habe eine Vorhersage für dich. Ja. Halt mal. Pass auf, Hugo. Ich habe vorhin schon mal was mit Getränken gemacht und ich habe eine Liste auf meinem Handy mit ein paar Getränken. Und ich würde dich bitten, dass du eine Zahl sagst. Eine zweistellige Zahl. Achso. Nein, zweistellige Zahl. 20. 20, sicher. Willst du eine andere? Willst du noch mal wechseln? 20. 20. Ich wechsle. Okay, wechsel. 12. 12. Wow. Okay, gute Nummer. Willst du nochmal wechseln? Ich wechsle. Nicht, war Joke. Ah, okay, sehr gut. Warum ist das so spannend? Kannst du nachschauen, was bei 12 steht? Orangensaft. Was ist denn die da drin? Okay, okay, komm. Okay, wir probieren das so. Nein. Zum ersten Mal geöffnet? Nein. Das ist kein Orangensaft drin. Nein! Was? Nein! Was? Das ist doch Verarsche. Nein! Du hast dich umentschieden. Probier mal kurz. Oh, warum sagst du 12, Mann? Was wäre die 20? Was war die 20? Digga, das funktioniert. Macht ihr das? Fruchtsaft.
Hätte es auch sein können. Aber es ist ja auch Fruchtsaft. Wäre es ja auch, wär auch Fruchtsaft gewesen, ne? Es ist wirklich auch Unsaft. Was ist 18? Sprite, Wasser, Mate, Brause, Bubble, Bier, Whisky, Korn. Rum, Sechs wäre Korn gewesen. Was ist Korn? Was ist Korn? Sherry, Bier, Korn. Wir sind in Chemnitz, es geht los. Es geht los. Was machen wir jetzt hier nochmal? Weiß nicht. Jetzt ist was los in Chemnitz, jetzt brennt der Baum. Ist das gut? Geil. Ja. Wenn der Baum brennt? Ja, das sagt man so. Sagt man so. Die filmen dich. Die nee, filmen dich auch. So, wenn du so rausgehst, mach dich mal heiß jetzt. Mach mal irgendwas. Richtig voll Energie bist. So. Spring mal so, mach mal so. Jetzt geht's los. Mach deine Stimmbänder warm. Geh da raus und mach es. Jetzt geht's los. Jetzt geht's auf, jetzt geht's auf. Hey, hol Hugo mit! Hugo! Hugo! Habt ihr Bock auf Pizza? Ja! Wir verteilen heute 4000 Tischchen! Ja! Hey, Chat, was geht hier ab? Was geht hier ab? Happy Slice! 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 Chemnitz! 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 Guten Appetit! Die stürmen wieder. Ey, langsam, nicht stürmen. Ich hab's gewusst. Nicht stürmen, nicht drücken. Einer nach dem anderen. Alle kriegen heute Pizza. Happy Slice! Happy Slice! Happy Slice! Happy Slice! Happy Slice! Geil! Wir verteilen die nächsten 4 Stunden hier am Happy Slice Bus Pizzen für euch gratis. Wer Hunger hat, holt euch ab. Hugo, 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 Hugo. Ruhig, ruhig, nicht runterfallen. Ja, ganz ruhig. Ich bin nicht so tollpatschig. Ich bin nicht tollpatschig. Hallo. Ich hab aber schon ein bisschen. Ich bin doch ein bisschen höher. Hey, ich hab keinen Stift. Ich hab einen Stift. Dicker, Junge. Nein. Dicker, hol dich. Hier. Alter, da, ey, das, wenn das runterfallen, wie denn? Geht nicht. Und Hugo, wie findest du es auf dem Flixbusdach? Bisschen Angst, aber ist geil. Ja, ein bisschen Angst habe ich auch. Alle werfen die Handyhüllen hoch. Er fühlt sich angespornt, wirft sein ganzes Handy hoch. Ey, 20 Euro, nimm! Mit 20 Euro. Ja, so geil, danke, Mann! Nein, der ist heilig. Aber ich muss hier noch beschreiben. Lass dir noch einen Stift geben. Ah, okay. Bro! Was war da los, Adam? Ja, normaler Dreh, ne? Über Leitern zu gehen oder auch mal einfach so ein bisschen auf eine Dachterrasse, ganz normal, easy. Eine Frage, ne? Ja, ja. Glaubt ihr, es ist komisch, wenn man Basketball mit Torwarthandschuhen spielt? Nein, mach das. Ne? Ja, mach es. Ich schwör, es nicht schlimm. Es ist gut, es ist auch sicherer für die Hand. Kann man den Stift sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich so mache, kann man sehen, weil jetzt müsste er ungefähr da weg sein, das ist die Illusion. Genau so, ich mach's nochmal für euch, genau so, ungefähr da.
viel Spaß. Geht auch mit dem Daumen. Ah, okay. Gigi Magic unterstrich Show. Enjugo, es war eine Freude, dich wiederzusehen. Bist du so motiviert, wie du aussiehst? Ja. Training überbewertet oder durchaus bei dir auch vorhanden gewesen? Scheiße. Wir gewinnen einfach. Jetzt bist du natürlich ganz leicht noch vorbelastet vom letzten Mal. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf das heutige Spiel bei dir? Hat es das? Nee, anscheinend nicht. Ganz gechillt klingt das. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, während des Spieles noch ein bisschen was zu snacken von der Buffetbar. Nee, das mir wurde gesagt, das ist dumm. Du hast ein paar Highlights mit dabei in deinem Team. Habe ich das? Ja, ich glaube ja. Man muss halt improvisieren in unserem Livestream. So. Wer sind überhaupt dein Team mit? Mach halt die Schnauze, Digga. Der weiß auch nicht, mit wem er spielt. Du weißt auch nicht, mit wem du spielst? Doch, also mir wurde es oft gesagt, aber ich kann es mir nicht merken. Ja, also gut ist ja schon mal, wenn die T-Shirts in der gleichen Farbe sind, wie du das hast. Und ich meine, bei den meisten steht dann Team Hugo drauf. Mauri, Medi, Snipska, Edis und Cousin. Unterhaltungen mit Hugo sind immer unvorhersehbar. Genauso unvorhersehbar wird das Spiel heute wahrscheinlich, oder? Also ich habe sehr viel jetzt Knossi und Trimax dabei zugehört, wie sie planen, euch, ich will jetzt nicht sagen zu zerfetzen, aber schon durchaus spielerisch auch auf Angriff zu gehen. Sind die nicht alles scheiße? Auch das wird gemunkelt, ja. Es gibt ja nicht wenige, die jetzt hier bei der kompletten Zusammensetzung nicht auch Basketballerfahrung mitbringen. Und im Geiste bringst du auch ein bisschen Basketballerfahrung mit, oder? Ja. Ja, manchmal so geistig schon mal vielleicht einen Korb geworfen oder so. Ja. Und du? Ich nicht. Ich wurde gar nicht eingeladen. Jetzt stehe ich hier im Bunker. Nee, aber das passt. Also ich bin ja auch jetzt nicht so der... Ich bin auch nicht groß. Was soll ich? Du bist groß. Ja, aber wahrscheinlich. Also sind ja viele Leute da und es gibt ja noch mehr Twitch-Streamer. Also auf einen Platz kommen 15 Twitch-Streamer. Ja. Aber um mich soll es ja gar nicht gehen. Und wen dann? Hugo, du bist ja jetzt hier schon seit längerer Zeit. Hattest du jetzt nochmal Gelegenheit, irgendwie irgendwas zu machen in Richtung Übung, was mit Basketball zu tun hat? Ich habe einen Kopf geworfen, wenn ich. Was ist Mike Eggers? Guck mal, er ist vorgestern noch im Stream gewesen. Du siehst gestresst aus und siehst so aus, als wenn du keinen Bock hast auf ein Interview. Deswegen stelle ich dir jetzt irgendeine perplexe Sexfrage, damit du weißt, wie sich die Leute auf Malle fühlen, wenn du mit dem Mikrofon ankommst. Ich wollte hier gar nicht stören gerade, deshalb bin ich reingegangen. Weil ich kenne das selber in meinen Umfragen. Kommen oft Leute und crashen und beißen. Nein, und der Dialog zwischen uns hat sich nach einem Satz bereits eigentlich in so einen Status verwandelt, bei dem man durchaus auch Ergänzung gebrauchen könnte. Hast du ihn gefragt, wie sein Date gelaufen ist? Ich glaube, es ist die meistgestellte Frage, die er jetzt bekommt. Wie war es mit den 15 Frauen, Hugo? Was? Digga, was hast du? Was? Das ist kein Knutschweck. Ach so, da ging direkt was. Nein. Alter, hat sie so reingebissen. In welcher Stellung, wenn ich fragen darf? Ich hab keinen Sex. Was wollt ihr denn wissen, mein Lieber? Du sagst ja, du bist Single, ne? Das hast du schon öffentlich so gesagt. Single, ja. Auf was für eine Quote kommst du dann da so? Ach, jetzt nennt man das Quote. Man sagt ja, Malle ist nur einmal im Jahr. Für dich ist Malle 17 Mal im Jahr. Ist das begleitet von sehr viel Sex, wenn du dann da auftrittst, oder bist du diszipliniert? Hier, wenn es einer weiß, wie es geht, Hugo. Und damit kommen wir zu dir, Hugo. Kannst du dir vorstellen, dass Malle ein Anziehungspunkt für dich ist, um neue Erfahrungen zu sammeln? Nein. Ich habe sehr wenig Leute getroffen, die gesagt haben, das erste Mal war für sie irgendwie besonders. Ist es vielleicht einfach eine Lösung, sich dem Suff hinzugeben und dabei irgendjemanden... Das erste Mal? Ja. Das erste Mal war mein letztes Mal. War dein erstes Mal schon? Ja. Du sagst jetzt schon, es war so scheiße, dass es dein letztes Mal war. Nee, mein erstes Mal war mein letztes Mal. Ach so, ich verstehe. Dein erstes Mal war das einzige Mal. Ja. Yeah. Okay, cool. Ich hoffe, das haben die sich genauso für dieses Pausenprogramm vorgestellt. Wie lange brauchen die zu umziehen? War das Hugo Öder? Sex? Vor anderthalb Wochen. Ich bin in einer festen Beziehung. Echt? Und das ist super, wenn man eingespielt ist. Krass. Ja. Wie lange? Die Beziehung? Ja. Yeah. 8, 9, oh oh. Okay. Wir kurz eine Sprachnachricht verschicken. Hi, ich wollte nur sagen, ich habe mir den Tag gemerkt. Nur ich muss ja auch vor der Kamera ein bisschen den Harten markieren. Deswegen habe ich jetzt so getan, als ich es nicht wusste. Okay, kurz Sprachnachricht abgeschickt. Ja, aber schon, also es wird bald ein Jahrzehnt. Und das ist natürlich... Ja. Wie alt bist du? Oh, alt. Sag. Ich bin ungefähr so alt wie Mark Eggers. Wie alt ist Mark Eggers? Ungefähr so alt wie ich. Ja, so Anfang 30, 33. Ist er, glaube ich, und ich bin 34. Du siehst wunderschön aus. Danke. Du siehst echt sexy aus. Echt? Ja. Er sieht noch döver aus. Wir haben das abgesegnet. Tipptopp, guck mal meine Nummer. Digga, warum ist meins so lachen? Warte mal, Adam, ey, Adam lacht. Du ziehst auch eins an. Komm. Da ist ja kein Empfang.
Adam lacht, er zieht auch eins an. Wir sind ein Team. Ich habe doch gar nichts hiermit zu tun, mit dieser ganzen Produktion hier. Ich distanziere mich sowieso grundsätzlich erstmal. Er lacht, zieht an. Du bist der beste Headshot. Hey, moin, wir haben uns schon gesehen. Moin, na? Alles gut? Klar. Okay, liebe Freunde, vielen lieben Dank an alle Partner. Happy Slice, Happy Life, sehr krass. Krass, was abgeht momentan. Ich sag vielen lieben Dank, es war sensationell. Und wir sehen uns gleich auf dem Platz. Drückt uns die Daumen.